Herzlich willkommen, meine Freunde von Fettspielen, zu einer neuen Partie Age of Empires. Ich spiele heute dieses Opferspiel. Ja, ich habe keine Ahnung, wie das Tim, gehen soll. Tim, was machst du da? Ja, Opfer. Tim, was? Oh, Tim, komm. Was soll das denn hier mit dieser Geschichte? Mann, ich gehe nach Hause. Spiel doch lieber Hello Kitty Online. Ja, oder? Ich gehe nach Hause. Tim, mach Feierabend hier. Schon viel zu spät. Was war denn hier los? Mensch. Ja, Age of Empires ist doch eigentlich auf dem Plan. Ist ja schon alles bereit. Hat aber Tim gut gemacht. Hat hier schon alles geordnet. Alle haben hier schon ihre Teams. Ich habe auch schon meine richtige Farbe. Also das können wir schon mal sagen, das hat er schon richtig gut gemacht. Es muss eigentlich nur Aegis hier sich ready machen. Und dann könnten wir eigentlich anfangen, oder? Würde ich mal sagen. Are you ready to rumble? Und los geht's. Ich als Byzantiner heute. Das waren noch die so diese Plänkler-Billigeinheiten so gut machen konnten, oder? Vielleicht gehe ich heute mal wieder ein bisschen auf Masse. Letzten Mal habe ich auch verloren, weil ich keine Einheiten hatte und irgendwie alles so lasch und lau war. Und vielleicht können wir jetzt ja mal wieder so ein bisschen Masse ins Spiel bringen. Und vielleicht sind die Byzantiner dort auf jeden Fall auch eine gute Wahl. Also, heute extrem hohes Niveau. Mit Vanley, Swiss Knight, Aegis, Real Pro, also wir haben hier wirklich gute Spieler heute am Start. Ich hoffe, dass ich mit meinem Team hier auch auf der glücklichen Seite bin. Aber eins kann ich euch sagen, falls ich es hier nicht schaffe, ein ordentliches Game zustande zu bekommen, ja, falls es hier am Balancing dann irgendwie doch scheitern sollte oder falls ich hier einfach total untergehe, dann nehmt es mir nicht übel. Bei so einem hohen Niveau kann man schon mal in diese Problemzonen geraten. So, ich baue natürlich erstmal einen Hafen. Kann ich nicht. Muss erstmal Holz hacken. Schade. Ah ja, stimmt, ich habe jetzt 4 Häuser gebaut. Das war jetzt auch nicht so das Allerschlauste am Anfang. Oh, ich kann 2 Häfen bauen, ist das geil. Ihr wisst ja, wie gerne ich Häfen baue. Und hier komme ich ja voll auf meine Kosten. Richtig gut. Und ich bin mit Swiss Knight im Team. Das ist natürlich geil. Ach ja, Swiss Knight. Schon so oft gegen ihn gespielt und so gut wie fast nie zusammen. Das ist schön. Also Swiss Knight ist auf jeden Fall einer meiner Verbündeten. Mal gucken, wer noch dabei ist. Ich glaube, Vanley ist rot. Kann das sein? Naja, ich versuche jetzt hier nicht die Farben zu entziffern, zu dechiffrieren. Das können dann andere übernehmen. Ich werde jetzt erstmal nur dafür sorgen, dass wir hier alles kriegen, was wir brauchen. Und wir brauchen auf jeden Fall einen Hafen. Das ist das Wichtigste. Ja. Denkt daran, mein Age of Empires-Tipp, immer einen Hafen bauen. Einfach, weil es geil ist. So. Und damit können wir gleich noch ein paar Fischerboote losschicken. So, wenn ich 100 Holz habe, dann schicke ich gleich auch noch mal ein paar Leute hier hin und errichte mal ein schönes Holzverlager. Oh, da habe ich ein paar Lamas gefunden. Sehr gut. Ja, Vanley ist auch mit dabei, mit am Start. Da habt ihr gerade den Beweis. So. So, ein paar Holzfäller mit nach hinten schicken. Ich glaube nämlich gleich, dass mein Freund hier von einem Jaguar angegriffen wird. Solche hintere hältigen Angriffe wollen wir natürlich... Ich glaube, der wird es nicht machen. Naja. Jeder muss mal sein Leben opfern. Für eine größere Sache. Es muss schließlich auch Helden geben. Hier in diesem Spiel. Mache ich doch lieber das Holzfeuerlager dort. Und hier sehen wir, dass ich dort schon mal wieder am Rand bin. Ich habe auch kein Glück eigentlich in meinen Startpositionen. Ich bin immer ein Spieler, der irgendwie die unglückliche Position bekommt, am Rand zu sein. Und auch jetzt wieder. Ist echt nervig. Ich muss dann immer hier den Mann spielen und die Position halten. Und naja, das ist ziemlich anstrengend, ziemlich nervig, aber einer muss es halt tun. Dann versuche ich es mal. So, ich wollte eigentlich hier ein Fischkutter bauen. Ein Boot. Ich weiß gar nicht, warum das nicht geht, aber ich glaube, jetzt geht's. Genug Holz da. Ich muss eigentlich einen zweiten Hafen bauen. Ihr wisst, dass ich das machen muss, oder? Das ist einfach... Es führt kein Weg daran vorbei. Jeder noch so kleine Teich braucht seinen Hafen. So, und hier gibt es erstmal lecker Lama. So.
Sehr schön. Was haben wir noch hier zum Jagen? Hier sehe ich ein paar Bären. Also auch die Sammler kommen hier auf ihre Kosten. Der Fischkutter ist jetzt erstmal auch bedient. So, und da hat Alkalim sein Ende erreicht. Ende seiner Spätur. So, ich kann immer noch keinen Hafen bauen. 150 Holz brauche ich dafür. Das ist auch schon eine Menge Holz. Menge Holz für die Hütten. So. Komm, jetzt geht's. Also, Hafen bauen. Ihr könnt dort weiter Holz hacken. Die kümmern sich hier alle ums Essen. Fein machen die das. Schon brave Dorfbewohner. Denken mit. Oh, hier habe ich eine Rotte entdeckt. Und eine sehr, sehr schöne Reliquie. Da können wir doch auch mal sicherlich was machen. Das eine und das andere verbinden, würde ich sagen. Da ließe sich was machen. So, erstmal alle Ressourcen in der Gegend sichten. 75 Holz kostet so ein blöder Fischkutter. Und ich muss jetzt eigentlich erstmal eine Mühle bauen für 100 Holz, damit ich hier mich um die Rotte kümmern kann. Werde dann auch gleich als nächstes Webstuhl erfinden. Und dann komme ich schon irgendwie an die Nachricht. So, was ist hier los? Kaserne. Ja, Alkalim baut jetzt schon eine Kaserne. Geht jetzt schon auf Stress. So ist das Leben hier. So. Das Jagdteam ist soweit. Webstuhl wird erforscht. In der Zwischenzeit kann ich hier nochmal einen Fischkutter bauen. So, ihr baut jetzt erstmal hier eine schöne Mühle rein. Und dann darf gejagt werden, was das Zeug hält. Eins nach dem anderen. Und los geht's. So, Webstuhl ist auch fertig. Das heißt, dort können wir vielleicht auch nochmal eine Mühle bauen. So. Hier wird eifrig gejagt. Fein. Und ich habe die wenigsten Punkte von allen. Das ist auch nicht so gut, glaube ich. Tja. Warum auch immer. Gibt es keine Fischerpunkte? Das wäre doch mal was. Das würde mir gefallen. So, ich muss jedenfalls gleich... Oh, die sind hier schon auf Feudalzeit. Mich mal gleich ranhalten. Und in die neue Zeit kommen. So, das erste Wildschwein ist erledigt. So, jetzt brauche ich 500 Nahrung. Habe ich eigentlich auch fast. Ist so eine Frage, wie schnell das geht, bis wir soweit sind. Ist jetzt natürlich doof, mein Dorfzentrum liegt jetzt quasi, die Arbeit liegt dort brach. Das ist nie eine gute Sache. So, jetzt kann es aber endlich weitergehen. Gut. So, ich glaube, unser Jagdtrupp kann einen Jäger entbehren, offensichtlich. Und hier sollten wir auch nochmal etwas wallen. So, weiter geht's. Ich brauche was zu essen. Hier bin ich wieder beim Alki angekommen. Tja, ich weiß gar nicht, was los ist mit den Punkten. Irgendwie scheine ich heute besonders langsam zu sein und merke es selbst nicht. Vielleicht habe ich jetzt wieder runtergefahren, nachdem mein Adrenalin eben beim Livestream so hoch war. Vielleicht habt ihr das ja mitbekommen.
mein witziger Livestream mit Team zusammen. Wir haben Super Mario Kart gespielt, Portal. War echt eine richtig witzige Nummer. Und da ging es ordentlich zur Sache. Und wahrscheinlich machen wir nächsten Mittwoch dann den nächsten Livestream und vielleicht seid ihr dann ja auch mit dabei. Und es kann dort... Vielleicht können wir dann dort mit ein paar mehr Zuschauern rechnen als die 10, glaube ich, die uns dieses Mal dort zugesehen haben. So, wir sind schon Leute in der Ritterzeit. Ich bin heute wirklich langsam. Also es ist kein Wunder, dass es hier mit den Punkten nicht ganz so läuft, wie ich mir das erhofft habe. Oh, was macht der denn hier? Vielleicht könnte ich ja hier einen Wachturm hinsetzen. Und eine neue Mauer. Ist natürlich schlecht. Ich glaube, ich sorge erstmal dafür, dass wir hier das uns um den Stein kümmern. So. So viel Stein abzubauen, wie es geht. Ich könnte ja auch ein bisschen was verkaufen. Vielleicht sogar Nahrung. Um an die 200 Gold zu kommen. Ein bisschen schneller an dieses Gold zu kommen, damit wir jetzt auch mal in die Ritterzeit kommen. Wäre mal ein Versuch wert. So, mein Jagdtrupp. Oh, jetzt müssen wir mal ziemlich lange laufen. Vielleicht fange ich ja auch langsam mal an, Felder zu bauen. Kann ich mir vielleicht auch leisten. Kartografie entwickeln, um zu sehen, was hier so los ist. Wäre auch keine schlechte Idee. Und dann geht's mal los mit dem Ackerbau. Es wird Zeit. Meine lieben Jäger, werdet sesshaft. So. Da haben wir sie runter. Und hier sehen wir mal, was hier so alles passiert. Da seht ihr das große Reich von Swiss Knight. Immerhin neben mir unterwegs. Da sehen wir Wendy. Der Azteke und Real Pro, also starkes Team. Da habe ich ja wirklich super Verbündete. Aber auch die Gegner sind stark. Da müssen wir mal nicht keine falschen Hoffnungen haben. Witzig, dass ich hier, dass die beiden Schwächsten, also Alkalim und ich, nebeneinander unterwegs sind, hier uns diese Grenze teilen. Das ist ja auch ganz witzig. Also die schwache Achse. So, und jetzt kann es losgehen. Oder doch nicht. Hab mich jetzt gerade mal einen Supply-Block. Okay. Also. Ein paar Häuser bauen. Ich brauche Holz. Ganz viel Holz. Ehrlich gesagt. Ich müsste mir jetzt sogar Holz kaufen eigentlich, damit ich überhaupt in den Genuss komme, hier mal weitere Dorfzentren bauen zu können. Das ist schon ein bisschen komisch. So, was ich auf jeden Fall machen kann, ist mir gleich eine Burg bauen. Das wäre gar nicht so schlecht. Oh, hier wird schon Großmilitär hochgezogen. Da sollte ich mich dann vielleicht schnell darum kümmern, mich hier mal zu verteidigen. Also los geht's. Vertrag ist noch ein paar Minuten gültig. Viele sind es nicht. 5 Minuten. Dann herrscht hier Mord und Totschlag. Das heißt, auch ich sollte mir jetzt ganz, ganz schnell mal überlegen, wie ich an Militär komme. Kann ich mir ewig gut gehen hier. So. Noch ein Dorfzentrum wäre auch mal nicht schlecht. Scheitert hier am Holz. Da brauche ich wirklich mehr. So, immerhin, das nächste Dorfzentrum steht.
Kannst du ja langsam mal losgehen. So. Da könnt ihr immer weiter. Und ich kann die gepanzerte Reiter bauen. Wenn ihr immerhin meine ersten Einheiten. Und weitere Dorfzentren würden sich sicherlich auch gut machen. So. Eine Schießanlage hatte ich mir eigentlich auch mal überlegt. Eine Waffenschmiede. Nicht genug Holz. Tja, Swiss Knight schon 3200 Punkte. Guck dir mal an, wie riesig hier schon die, wie ausufernd das hier schon alles ist. Natürlich nicht ohne. Der erste ist schon in der Imperialzeit. Alter Schwede. Okay, ich glaube, heute läuft alles wirklich etwas schneller ab. Und ich bin hier absolut out of time. So, das war's. Der Vertrag ist abgelaufen. Meine Burg feuert jetzt automatisch schon Pfeile. Ich müsste hier aber selbst mal aufpassen, dass ich hier nicht Opfer eines Angriffs werde. Könnte mich natürlich auch nochmal verteidigen. Hier vielleicht noch so ein Türmchen hinbauen oder so. Oh, ich könnte Schiffe bauen. Hihi. Erstmal weiter an der Echo geschraubt. Oh ja, da brennt es schon ein bisschen, aber da kommt schon die nächste Burg. Und hier werde ich mal tatsächlich eine Mauer ziehen, würde ich sagen. Die Verteidigungsmauer. Und ich werde schon angegriffen. Wer greift an und wo? Oh, die Burg greift meine Holzfäller an. Meine Steinleute hier. Finde ich ja gar nicht witzig. Kaserne, die will ich weghaben. So, ansonsten noch nichts gehört, noch nichts gesehen. Boah, Swiss Knight zollt mir hier Tribut und das nicht zu knapp. Krass, was wir da sehen. So, ich muss mich jetzt auch mal ums Tekken kümmern und brauche auch mal solche schönen Sachen. Wie Universitäten, Kloster und sollte auch mal an die nächste Zeit denken. Oh, ja, da habe ich mir ein bisschen ins eigene Fleisch geschnitten. Ich brauche einen Baumeister und das ganz, ganz schnell. Ob ich das hinbekomme, da eine Mauer zu bauen? Ich probiere es mal. Ich glaube nicht. Ich glaube, dieser Sound hieß gerade bis dorthin und nicht weiter. Ja. Okay. Dann ist das hier offenes Land, wo jetzt alle reinmarschieren können, wenn es ihnen beliebt. Ist natürlich nicht so schön.
So, ich werde mich mal hinten ein bisschen... Obwohl... Nee. Wir wollten ja im großen Stil Einheiten bauen, eigentlich. So war der Plan. Da brauche ich auch einfach mal ein bisschen mehr Platz. Aber da kommt Swiss halt irgendwie schon mal. Aber da er mal ausnahmsweise in meinem Team spielt, ist es nicht ganz so schlimm. Hat mich jemand angegriffen? Noch sehe ich nichts. Aber Swiss Knight gefällt diese offene Flanke, glaube ich, ganz gut. Ja, da will er nämlich gleich rein. Ich kann hier mal ihm Tor und Tür und Tor öffnen. Dann kann er gleich mal rein. So, und ich versuche, die Burg etwas anzukratzen. Hab immerhin Petarden. Oh ne, oh scheiße, er hat schon... Ach scheiße, der ist ja schon in der bösen, bösen Zeit. Oh Gott, ich hab so... Was ist denn heute los? Also irgendwie... Ich hab nicht mal Gold. Vielleicht kann ich Swiss dazu bringen, den Tribokter noch zu töten. So, das ist auch Gold, was ich gut gebrauchen kann. Da, ich weiß auch nicht. So, Holz habe ich jetzt auch unfassbar viel. Heißt, wir können mal etwas weniger Holz produzieren, dafür hier ein bisschen mehr Felder bauen. Was ist da los? Da soll ich abreißen. Okay. Auf seinen Befehl. Damit ist das hier offen. Aber er weiß schon, was er will, glaube ich. Hier geht's ja gar nicht. So. Dann lassen wir weitere Felder bauen. Ich bettle jetzt aber mal ein bisschen um Nahrung, damit ich mal in die nächste Zeit komme. Sonst wird das ja nie was. Und da hat Swiss Knight gar was geschenkt. Ich bin unfassbar langsam heute. Was ist echt los? Ich verstehe es gar nicht. Guck dir das mal an. Richtig wenig Punkte. Und auch ansonsten werde ich nur unterboten durch Deadly MG-Schütze. Der kriegt ja gerade richtig auf die Kasse von Real Pro und Venli. Wurde mir gar nicht erzählt, dass das so ein großer Kampf ist. Boah, ich fühle mich hier gar nicht wie der König der Byzantiner, sondern eher wie Prinz Valium. So, völlig langsam, im Halbschlaf, das Spiel geht total an mir vorbei. Aber gut, läuft ja ganz gut. Also ich meine, Swiss Knight bricht hier durch, weist Aikalim in die Schranken. Da geht ja auch nicht was ab. Ich kann mich überhaupt nicht mehr ausbreiten. Das wird mir alles abgenommen. Tja. Jetzt wird's aber ernst. Jetzt wird meine Burg angegriffen. Da muss ich natürlich jetzt mal doch einschreiten. Und werde erstmal diese Burg hier ebenfalls kaputt hauen. Das wird meine große Aktion werden. Ja. Die Burg ist kaputt. Das habe ich geschafft. Kann man damit eigentlich auch... Oh, das ist gut. Also die Petarden, das Selbstmordkommando hat mich jetzt hier gerettet, muss ich sagen. Hat hier doch ordentlich was gebracht. Dort hinten ist Real Pro auch schon wieder dick am Aufbauen.
Und Swiss Knight hat Aika eigentlich auch schon weggehauen. Ja, ja, ich habe die Burg wegpetardiert. So sieht's aus. Meine Ultra-Verzweiflungsattacke. Jetzt könnte ich ja vielleicht ein paar gepanzerte Reiter bauen, oder? Dann gehen wir mal wieder in die Schmiede, werden mal auch was tun für die Pferdchen. Ich glaube, mit meinem Plan hier irgendwie eine große Billigarmee aufzubauen, das brauche ich jetzt auch nicht mehr und dann lassen wir es einfach mal. Stattdessen haben wir lieber ein kleines, süßes, schlagfertiges Heer. Gepanzerte Reiter kriegen hier noch ein schönes Update. Bin ich dabei? Logistik. Und auch schön zu sehen, wie hier immer noch überall ungenutzte Ressourcen sind bei Alkalim im Lager. Da können wir natürlich dann auch ordentlich mitmischen. So, gepanzerte Elite-Reiter, machen wir glatt. Tja, ich weiß nicht, vielleicht ist es mit dem Balancing wirklich so eine Nummer. Wenn Swiss Knight dabei ist, ist immer schwierig, vielleicht 4 zu 4 zu spielen. Swiss Knight hat natürlich im Vorfeld gesagt, nein, ja, er ist gar nicht so gut, Hauptsache er und Aegis sind getrennt. Ja, okay, das haben wir gemacht, aber ihr seht es ja trotzdem, Swiss Knight hier 5000 Punkte mehr. Also da ist trotzdem noch mehr Dampf hinter. Das können wir fürs nächste Balancing vielleicht noch berücksichtigen. Denn es ging jetzt hier so schnell vorbei. Hab ja die Hälfte nicht mitbekommen. Dass hier hinten zum Beispiel alles komplett weggerissen wurde. Der Deadly MG-Schütze ist eigentlich tot. Aikalim ist eigentlich auch tot. Hier hat sich Swiss Knight schon groß aufgebaut. Also eigentlich ist es jetzt schon ein 4 gegen 2. Die anderen sind jetzt nur noch tapfer und halten durch. Was ich natürlich auch sehr ehrenwert finde. Und hier sehen wir, hat sich Paul positioniert. Da kommen hier die Rammen. Da kann ich ja vielleicht mal mitmachen. Mit meinen kleinen kleine Reiterstaffel. So, wie sieht es hier aus mit den Updates für die Pferde? Da gibt es gar nichts mehr. Oh, hier ist aber Aegis auch groß am Start. Es wird schwierig, hier diese Burg einzunehmen, wenn wir hier keine weiteren Belagerungseinheiten haben. So, hier habe ich einen bösen Sound gehört. Der Sound des Verfalls. Ich könnte mal meine Mühle so ein bisschen aufstocken hier. So. Ach komm, rennen wir mal rein, oder? Wollen wir ein bisschen mitmachen hier? Also einfach mal die gepanzerten Reiter können hier ein bisschen niedertrampeln, was da so gibt. Da habe ich noch einen Tribok, das ist der von Swiss Knight. Meinen könnte ich auch mal packen. So, Real Pro und Swiss Knight sagen schon GG. Ich sehe es auch hier, im Osten wird auch schon Aegis angegriffen. Und jetzt hat Swiss Knight auch freie Bahn mit den Belagerungsrammen, die völlig auf Speed sind, da auch noch mitzumachen. Und da geben sie auf. Deadly MG-Schütze ist draußen, Paul ist draußen. Ja. GG war's.
Beim Balancing kann man ein Fragezeichen machen. Hinter meinen Leistungen kann man auch ein Fragezeichen machen. Völlig verträumt habe ich hier, glaube ich, ein Negativrekord im Tempo vorgegeben. Auch besonders was der Marsch durch die Zeiten anbelangt. Aber immerhin war ich diesmal auf der glücklichen Seite, was das Team anbelangt. Hier eine schöne Burgensiedlung, wo ordentlich gepanzerte Reiter rauskommen. Immerhin kam ich zum Schluss noch an ein paar Einheiten. So, Aegis leistet hier noch einen erbitterten Häuserkampf inmitten seiner Base. Nicht eigentlich die Wehrpflicht mal erfunden haben. Das hat immer noch geklappt. So. Aber die gepanzerten Reiter, die gefallen mir eigentlich ganz gut. Also jetzt mal als Einheit, so als Einheiten-Review kann ich das schon sagen. Das ist eigentlich eine, das ist eine feine Truppe. Die halten ordentlich was aus, machen schönen Angriff, Schaden. Also ich bin normalerweise kein Freund der Kavallerie, das wisst ihr. Aber da lasse ich mich gerne mal umstimmen. Oh, hier. Aegis mit Elite Conquistadoren. Aber die wollen mich jetzt nur locken. Zur Burg. So blöd bin ich dann auch nicht. Da will ich mich erstmal hier so ein bisschen umsehen. Achso, das ist aber Paul. Ja, der ist ja eigentlich schon weg. Dann vielleicht doch mal rein da. Ah, da müssen wir irgendwas für die Belagerung tun. Nehmen wir die mal mit, wa? Die Rammen geben Vollgas. Das ist mir zu heiß. Da warten wir lieber genau, bis hier die Bliden ihren Job getan haben. Jetzt geht's los. Ah, da habe ich mir was eingelassen hier. Nee. Oh, da hinten haben wir auch Onaga auch noch am Start. Meine Reiter sind nicht so richtig begeistert davon. Achtung, die Onaga. Soll ich mal ganz schnell hier so ein Onaga rausfokussen? Ah, nee. Conquistadoren haben natürlich jetzt hier die Reichweite. Das ist natürlich jetzt das Problem mit meinen Pferdchen. Das sind Nahkämpfer. Ich glaube, wir gehen mal einen anderen Weg. Ich eigentlich auch. Meine Universität ist noch nicht mehr. Das war ja tatsächlich meine Universität. Ich habe immer gedacht, wessen Universität steht noch rum? Das ist ja meine gewesen tatsächlich. Okay, Alka niemand aufgegeben, jetzt ist es nur Venli. Ich versuche hier mal eine andere Front aufzumachen. Vielleicht klappt's ja. Und versuche mich hier mit einer Burg auch noch mal etwas Gehör zu verschaffen. So, folgt mir da jemand? Nee.
Die Burg ist da. Wo ist denn Swissnet hin? War nicht eben noch hinter mir? So schnell kann es gehen. Nee, ich will keine gepanzerten Elite-Reiter. Ich wollte eigentlich den einen oder anderen Tribok davon überzeugen, hier ein bisschen mitzumischen. Und hier will ich eigentlich gar keine Einheiten mehr bauen. Ist hier noch irgendwo eine List? Jetzt versuchen wir es wieder mit... Guckt euch mal dieses Feld an hier mit den tausenden Toten. So, Wendy. Ah ja, dann macht jetzt hier, gibt jetzt hier den ganzen den Rest. Hat auch eine schöne Geschichte am Start. Na gut. Komm, dann muss ich hier auch gar nicht mehr groß mit einer komischen Taktik um die Ecke kommen. Das hat sich jetzt hier wahrscheinlich sowieso erledigt. Dann greifen wir aber mal an und haben gewonnen. Jawohl, so sieht's aus. 50 Siege sehe ich hier gerade. Achievement freigeschaltet. Das ist ja auch mal nicht so schlecht. Und ja, dann schauen wir noch mal in die Punkte rein und sehen Swiss Knight mit Abstand das Feld gerockt, was sich auch in der Militärstatistik hier dementsprechend wiederfindet. Wirtschaft auch Swiss Knight. Immerhin gab es hier noch ein, zwei Sternchen drin. Technologiestatistik, ja, dann sieht man, wie unfassbar langsam ich hier eigentlich unterwegs war. Gesellschaftsstatistik. Ja, immerhin habe ich viele Burgen bauen können nachher zum Schluss. Dann war aber auch alles vorbei und hier die Zeitlinie. Und das war das 111. Das 111. Spiel. Und ja, wir sehen uns dann morgen schon wieder mit dem nächsten. Euer Fred von Fettspielen.